Ja, wirklich sehr emotional, wie ein Ballon nach dem anderen in den Himmel über Berlin aufstieg. Seit Freitagabend sind sie ja aufgestellt worden, heute früh dann mit Helium befüllt. Und ich habe es gesagt, so gegen 20 nach 7 gingen dann die ersten in die Luft. Nach und nach sukzessive endeten dann an der Bösebrücke. Wir haben es ja auch Ihnen vorhin schon gezeigt. Halb 10 hieß es, soll das Bürgerfest hier beendet sein, aber Sie sehen es und hören es ja selber. Das Fest denkt gar nicht daran aufzuhören. Und mein Kollege Arndt Breitfeld ist jetzt unten drin bei den Menschen. Und sollte er mich jetzt hören, was ja nicht unbedingt gegeben ist, ich weiß es nicht. Arndt, wenn du mich hörst, was hält denn die Leute noch jetzt hier da unten? Naja, es sind ehrlich gesagt nicht mehr diese tief emotionalen, tiefgründigen Gespräche über den 9.11.89, sondern es ist natürlich die Party. Es wird ausgelassen gefeiert. Hier gab es mal einen Kuss oder war es doch eine Kopfnuss? Ich habe es nicht richtig gesehen, aber jedenfalls, die Stimmung ist wirklich sehr, sehr ausgelassen. Inzwischen würde ich mal sagen, ist der Altersdurchschnitt auch sehr, sehr niedrig. Ich habe hier kaum noch Leute gesehen, die über 40 sind. Und es ist wirklich eine große Club- und Party-Atmosphäre. Mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass hier die ganze Zeit ein leichter Grasgeruch über dem Platz des 18. März, also vor dem Brandenburger Tor liegt. Also Zigarettengeruch natürlich auch. Viele Menschen aus dem Ausland sind hier, viele Franzosen, viele Spanier, viele Italiener, aber zwei Mädels aus Deutschland habe ich auch noch gefunden. Wie war euer Tag? Super! War schön, ja? Tolle Atmosphäre hier. Tolle Atmosphäre, also super Party, haben die beiden gerade gesagt. Und damit geht es wieder zurück zu Reikotal, der dort oben in diesem hellen Licht steht. Ja, ich bin hier oben, lieber Arndt, vielen herzlichen Dank. Na klar, das sind die jüngeren Menschen, die jetzt Paul Kalkbrenner hier noch sozusagen genießen und nach seinen Rhythmen tanzen. Das ist ja auch ein ganz bekannter Song, den wir hier im Hintergrund gerade hören. Es wurde den ganzen Tag natürlich nicht nur so ausgelassen gefeiert. Es gab auch besinnliche Augenblicke bei verschiedenen Festakten, Feierlichkeiten. Die fassen wir jetzt für Sie zusammen. Hinterm Horizont geht's weiter. Ein neuer Tag hinterm Horizont. Zusammen sind wir stark, das mit uns ging so tief rein, das kann nie zu Ende sein. Frag mich, was ihr für die Freundes tun könnt. Nein, nicht. Nur dastehen und zuhören. Was ist? Mit abgehen und zudrücken. Vergiss, dass es irgendwann mal aufhört. Fakt ist, dass es irgendwann mal ausbürgt. Macht mit, wenn am Ende das Haus brennt. Macht nichts, wenn wir uns für ausbisch. Sei when I fuck you. Fantastisch, immer ganz frisch. Die Legende ist hier. Die Legende, also heb die Hände. When I fuck you. Rap Zombies, Rap Zombies. Wir verstehen dich mal. Ja, das war natürlich nicht die angekündigten Festakte. Das war, was wir Ihnen eben gezeigt haben, eine Zusammenfassung des Bühnenprogramms des heutigen Tages. Peter Gabriel, Udo Lindenberg, Silly und viele, viele andere, die heute am Ende auch die Fantastischen Vier, die hier aufgetreten sind, den ganzen Tag beim großen Bürgerfest hier auf dem Brandenburger Tor. Und Paul Kalkbrenner macht immer noch weiter und rockt hier die Massen. Aber jetzt kommen wir zu dem, was ich Ihnen eben schon angekündigt habe, nämlich die Zusammenfassung der verschiedenen Festakte und Gedenkfeiern heute am 9. November 2014. Originalstimmen mit Gänsehautfaktor. Damit beginnt der zentrale Festakt des Landes Berlin im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Unter den prominenten Gästen die Friedensnobelpreisträger Mikhail Gorbatschow und hier links im Bild neben der Bundeskanzlerin Lech Wałęsa. Sie alle erinnern an den Mauerfall.
Man spürt es in der Tat. Hunderttausende von Menschen sind auf der Straße und feiern gemeinsam in einem Glücksgefühl. Unglaublich. Moderiert wird der Abend von der Schauspielerin Anna Thalbach, die als Dreijährige mit ihrer Mutter nach West-Berlin ausreiste. Mit dabei auch zwei Bürgerrechtler, stellvertretend für viele. Wir alle hatten große Angst davor, dass der Machtapparat gewaltvoll zuschlagen würde. Für den Präsidenten des EU-Parlaments Martin Schulz sind die mutigen Bürgerrechtler Freiheitskämpfern auf der ganzen Welt bis heute ein Vorbild. Am Morgen schon stecken die Bundeskanzlerin und der regierende Bürgermeister an der Gedenkstätte Bernauer Straße Rosen in die Mauer, im Gedenken an alle, die beim Fluchtversuch ums Leben kamen. In der Kapelle der Versöhnung beginnt der Tag mit einem Gottesdienst. Danach eröffnen Merkel und Wovereit eine neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte Bernauer Straße. Der Mauerfall hat uns gezeigt, Träume können wahr werden. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Mögen die Hürden auch noch so hoch sein. Wir können die Dinge zum Guten wenden. Diese Botschaft ist heute noch genauso aktuell wie vor 25 Jahren. Natürlich fanden die meisten Veranstaltungen heute eben in Berlin statt, denn die Mauer zog sich ja quer durch diese Stadt. Deswegen haben wir heute die Abendschau hier live gesendet, aber Brandenburg aktuell zum Beispiel hat live gesendet von der Glienicker Brücke, denn auch dort gibt es verschiedene Feierlichkeiten, obwohl die meisten morgen erst stattfinden, weil ja morgen vor 25 Jahren dort die Grenze geöffnet wurde. Aber es gab heute auch schon diverse Veranstaltungen an der Glienicker Brücke oder in Potsdam und das fasst jetzt für Sie Michael Nowak zusammen. Die Glienicker Brücke zwischen Potsdam und Berlin-Wannsee ist längst ein Symbol für die deutsche Einheit und an diesem Abend auch ein Ort zum Feiern. Für die rbb-Nachrichtensendung Brandenburg aktuell und für viele, die sich von hier vor 25 Jahren das erste Mal Richtung Westen aufmachten. Und ich habe hier an der Stelle ungefähr die dümmstmögliche Frage gestellt, wo geht's denn zum Kudamm? Weil ich wollte unbedingt zum Kudamm, weil ich hatte ja keine richtige Ahnung, wie es da drüben weitergeht. In Berlin ist heute ordentlich Party angesagt, in Brandenburg überwiegen die leiseren Töne. Etwa, wenn die Friedensglocke in Frankfurt-Oder läutet. Und in Groß-Glienicke erinnern Potsdams Oberbürgermeister und sein Spandauer Amtskollege an diesem ehemaligen Mauerstück an die bewegten Tage vor einem Vierteljahrhundert. Einige Kilometer weiter in Potsdams Kulturzentrum Lindenpark gibt's in diesen Stunden dann doch ordentlich was auf die Ohren. Aus Anlass des Mauerfalljubiläums hat die rbb-Hörfunkwelle Antenne Brandenburg zur deutschen Rocknacht geladen. Tausende sind gekommen, um Kultstars wie Dirk Zöllner zu sehen. Noch bis morgen wird in Brandenburg das Mauerfalljubiläum gefeiert. Ab 9.30 Uhr sendet der RBB noch einmal live von der Glienicker Brücke. Ja, das ist schon beeindruckend. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. 21.30 Uhr sollte eigentlich das Bürgerfest hier beendet sein, aber das ist überhaupt nicht. Eben gab es auch so ein kleines Feuerwerk, was die Massen mit frenetischem Beifall hier quittiert haben. Und Paul Kalkbrenner macht weiter. Und Sie sehen ja selber, wie die Stimmung hier ist vor dem Brandenburger Tor, dem natürlich symbolträchtigsten Ort der deutschen Teilung und der Wiedervereinigung. Aber es gibt einen Ort, an dem zuerst die Mauer gefallen war, an dem sie zuerst durchlässig wurde, von wo aus zuerst Bürger aus der DDR nach West-Berlin rübergegangen sind. Das war die Bornholmer Brücke im Volksmund. Böse Brücke heißt sie richtig an der Bornholmer Straße. Und da steht jetzt mein Kollege Dirk Latt. Dirk, hier ist richtig was los. Bei euch sind die Ballons in die Luft gegangen. Ist da auch noch Stimmung? Ja, es ist doch ein bisschen ruhiger geworden hier auf der Böse Brücke. Ein bisschen nachdenklicher vielleicht auch als bei euch. Es sind immer noch viele Menschen da, die kommen hierher. Die meisten waren auch damals am 9. November 1989 dabei und sind jetzt extra noch mal hierher gekommen, um sich zu erinnern. Ja, um 19 Uhr, da sah das hier komplett anders aus, kann ich dir sagen. Da war es eher so wie am Brandenburger Tor. Da war hier kein Platz mehr zu bekommen. Zehntausende, würde ich behaupten, wir konnten sie nicht sehen, standen hier auf der Brücke und haben zugeschaut, wie die Lichtgrenze sich in den Himmel erhob. Und kurze Zeit später gab es dann auch noch ein Feuerwerk, dem man hier begeistert applaudiert hat und zugeschaut hat. Also es war ein ganz, ganz stimmungsvoller Moment, genau an dem Ort, an dem im Prinzip alles losging. Ja, und die Leute, die jetzt noch hier sind,
Die sind ruhiger. Die erzählen noch mal ihre Geschichte. Ich habe hier eine getroffen. Hier gibt es sogar noch Stempel. Wer seinen alten DDR-Pass dabei hat, der bekommt hier einen Stempel an den heutigen Tag zur Erinnerung. Viele Menschen sind hier. Hier habe ich zwei getroffen, die auch damals schon dabei waren. Wie war es für Sie? Also es ist immer wieder unbeschreiblich, weil meine Nachbarin fragte mich an dem Abend, magst du den Fernseher haben? Unser Sohn ist auf Klassenfahrt. Und dann dachte ich, okay, ich mache mir was zu essen, schlüpfe ins Bett und gucke mal ein bisschen Fernsehen. Und habe ich mich genau mit dem ersten Klick in diese Pressekonferenz geschaltet. Und dann saß ich nur noch also in hübscher Unterwäsche und im Schneidersitz vor dem Fernseher und dachte, und was meint der jetzt? Und was ist jetzt? Habe meine liebste Jeans angezogen. Bin aus der Wohnung gestürzt, vor das erste Auto, da waren vier Jungs drin, hab gesagt, ey, ich muss aber zur Bornholmer Straße. Und da haben die gesagt, da müssen wir auch hin, komm mit. Und hier vorne bin ich ausgestiegen, konnte nicht mehr warten, hatte keine Geduld, bin die ganze Straße hochgelaufen und konnte hier rechts auf dem Weg schon komplett durch. Und dann kam ein Fernsehteam, die haben gesagt, können wir Ihnen mal eine Frage stellen? Und da habe ich gesagt, nee, scheiße, ich muss jetzt nach Schöneberg, ich habe keine Zeit. Und dann kam ein junger Mann, der gefragt hat, kann ich dir helfen? Dann habe ich gesagt, ja, ich muss nach Schöneberg, wie komme ich denn da hin? Hatte einen Stadtplan von West-Berlin, weil mein Freund war noch geflüchtet im Sommer, im Juli. Und den haben Sie wieder getroffen. Ich muss es ein bisschen abkürzen, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Ja. Aber so schließt sich auch in gewisser Weise der Kreis, denn auch heute Abend kommt zu Ihnen nochmal ein Fernsehteam und fragt Sie, ich möchte nicht uncharmant sein, ich muss Sie leider an der Stelle schon unterbrechen, aber ich bedanke mich ganz herzlich auch nochmal für Ihre Erinnerungen. Ich habe es vorhin gemerkt, das sind ganz emotionale Momente für Sie auch und für alle, die hier auf der Bösebrücke an der Bornholmer Straße nochmal gekommen sind. Die ist noch gesperrt, also man kann noch kommen. Bis morgen früh 4 Uhr ist das ein wunderbarer Platz, um nochmal in Erinnerungen zu schwelgen. Damit zurück zu dir, Reiko. Ja, vielen Dank, Dirk Platt, auch für diese Eindrücke von der Bösebrücke. Ja, und hier hat jetzt Paul Kalkbrenner sein Programm beendet. 22 Uhr ist es gleich. Die Menschen fordern noch eine Zugabe, aber es ist fraglich, ob es die geben wird. Wir nutzen jetzt mal die schöpferische Pause und schauen, was noch wichtig war. Heute in Berlin-Brandenburg unser kurzer Nachrichtenüberblick. Mit einer feierlichen Gedenkstunde ist in Potsdam an die Opfer der Pogromnacht vor 76 Jahren erinnert worden. Am Platz der Einheit, wo einst die Synagoge stand, wurden die Namen von Holocaust-Opfern verlesen. Hanoch, Hans. Auch auf den jüdischen Friedhöfen in Berlin-Weißensee und in der Schönhauser Allee wurden Kränze niedergelegt. Am 9. November 1938 hatten die Nazis hunderte Synagogen in Brand gesetzt. Trotz der Absage einer Hooligan-Demonstration ist es am Alexanderplatz zu Auseinandersetzungen gekommen. Etwa 200 linke Aktivisten trafen auf 30 Anhänger der rechtsextremen Szene, unter ihnen auch NPD-Landeschef Sebastian Schmidtke. Ein Großaufgebot der Polizei trennte die Gruppen am Bahnhof Alexanderplatz voneinander. Es kam zu einzelnen Festnahmen. Nach dem Ende des Lokführerstreiks normalisiert sich der Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg allmählich. Die meisten Regionalbahnen und S-Bahnen fuhren heute wieder pünktlich. Nur im Fernverkehr gab es noch Verspätungen. Morgen, so die Bahn, soll alles wieder nach Plan laufen. Ein Ende des Tarifstreits zwischen Bahn und GDL ist noch nicht in Sicht. Ja, an dieser Stelle erwarten Sie ja unsere Meteorologin vom Dienst für das 7-Tage-Wetter. Natürlich, wir sind heute live hier vom Brandenburger Tor, machen wir es ein bisschen anders, aber die Aussicht auf die nächsten 7 Tage, die bekommen Sie trotzdem jetzt. In der Nacht Auflockerungen Richtung Oder, auch etwas Regen, bei Aufklaren Nebelgefahr. Dabei Tiefstwerte zwischen 8 bis 3 Grad, in Berlin 5 Grad. Morgen Durchzug dichterer Wolkenfelder bei 10 bis 14 Grad, in Berlin bei 11 Grad, örtlich Niesel. Die Aussichten. Dienstag und Mittwoch wolkig mit heiteren Abschnitten, Donnerstag regnerisch. Am Freitag vor allem im Norden bedeckt, Richtung Süden etwas Sonne. Sonnabend wenig Wetteränderung. Sonntag dann meist bedeckt und unbeständig. Ja, das Bürgerfest hier am Brandenburger Tor ist erstmal beendet. Die RBB aktuell Sendung von hier auch. Aber Sie wissen ja, der RBB sendet grenzenlos 25 Stunden Mauerfall. Das Ganze noch bis morgen früh um 10. Und deswegen geht es jetzt auch gleich weiter mit dem Live-Talk und Jörg Thaddäus. Und der meldet sich mitten aus der Stadt vom Checkpoint Charlie. Tschüss.